Platz auf, hey, jetzt gehe ich platzen da auf das Platz auf, da. Hey, und was für ein Schnitten da liegt, hast du? Ah, warte, der. Ah. Hey, Mary! Wie geht's? Falscher Kreuz. Ah, du bist's, Kalle. Ah, du bist's, Rose. Ich hab schon gemerkt, da ist unten da für Matscho einer. Nein, nein, ja. Ich sag das. Maria, hörst du? Du hast nur was für die. Ich hätte schon keinen Kämpfer. Wolltest du das überhaupt? Ja, ich will trotzdem. Ich will trotzdem. Ich will trotzdem. Ich will trotzdem. Ja, weißt du, ich mach auch die chinesische Diät. Ach so? Ganz aufgeregt und sagt, um Gottes Willen, ich hab schon wieder 2 Kilo zugenommen. Bin ich hin, hab geschaut, hab gesagt, du dich nicht aufregen, bist noch nicht einmal angeschminkt. Nein, mehr hab ich nicht gebraucht. Ja, mei, du, die Frau, die hat halt auch die richtige Schwimmbadfigur, gell? Echt? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Na ja, weißt du, ein breites Becken und lauter Schwimmdraffen. Das sag ich mal, du bist aber schön blöd. Aber du jetzt ganz was anderes. Weißt du eigentlich, warum Frauen so schlecht einpacken können? Ja, das weiß ich. Weil ihr Männer, ihr uns immer erzählt, dass das da um 20 cm sind. Aber sag einmal, Kalle, du bist zu bloß. Geht's dir nicht gut? Nein, passt eh alles. Ist irgendwas mit deinen Kindern? Nein. Ist was mit deinem Job? Nein, ist auch nichts. Aber ich mach mir solche Sorgen um meine Frau. Ja, was hat's? Mein Auto! Oh, wie du. Aber letztens war ich im Wirtshaus mit meiner alten Freundin Willi und hab ihn so gefragt, ob er schon mit meiner Frau geschlafen hat. Weißt du, dass ich da wie deppert bin, wie ich das überhaupt kommt? Du, hab ich ihn ganz einfach gefragt. Er soll jetzt einmal probieren, denn es ist viel besser als mit deiner. Du, Kalle, ich hab gehört, du warst im Urlaub, gell? Wie war's denn? Schön. Super. Wir im Büro. Den ganzen Tag umeinander gehen und aufs Mittagessen wart. Naja, das ist bei den Beamten so, ne? Nein, nein. Das ist nicht so tragisch. Nein, auch gar nicht so treffen, das ist einfach so. Aber es ist. Ich bin ja kein Beamter, nicht, oder sieht man das? Aber, Rosi, stell dir vor, meine Frau haben's zur Schönheitskönigin gewählt. Kannst du dir vorstellen, was das für ein Kaff ist? Naja, du, eine schlechte Figur hat sie ja nie gehabt, aber hat sie der behalten? Ja, sicher, sogar verdoppelt. Nein, du, ich muss dir was sagen, ich hab immer so viel Pech mit den Männern gehabt, wirklich. Warum denn das? Naja, weißt du, der erste ist mir da vorgeregt und der zweite ist mir blind. Ja, weiß ich, 20 Jahre war meine Frau und die glücklichsten Menschen auf der Welt. Ja, und dann? Haben wir uns kennengelernt. Gut, Ding ist doch. Aber.
Wir reizen so bei euch im Bett. Ja, was soll ich da sagen? Mein Mann, der ist da wegen die Luft. Was? Kein und gar nichts mehr. Echt. Wo war denn bei dieser Arschkalber, das kostet das Kuschel? Ihr seid ja auch schon über 10 Jahre verheiratet. Du hast das halt alles erwähnt, schon anders. Ja, so kann man keine Kosten, auch so wegen Sex wie nein, du Rose, wenn meine Frau nicht mit offenem Mund schlafen darf, hätte ich gar keinen Sex. Ja, so ist es so. Das ist nicht ganz einfach. Aber, weißt du, mir verbietet meine Frau halt auch einfach alles. Das Rauchen, das Trinken und Fernschauen darf ich auch nicht. Na ja, bereust du es denn nicht, dass du es geheirat hast? Na, das darf ich auch nicht. Ja, dann, ich sag dir was, du musst ja unbedingt einmal die Meinung sagen. Das hab ich schon. So, schau mich noch einmal. Ja. Du bist wirklich warm, bist du. Ja, wirklich. Du, bei mir ist das ganz anders. Wie wir gestern einen Stress gehabt haben, hab ich das letzte Mal gehabt. Was hast du gesagt? Ja, dann habe ich drauf gesagt, dann holst du das halt vom Kühlschrank. Aber Herr Skali, ich habe gehört, deine Schwiegermutter ist ein Schwarz, gell? Du, das tut mir wirklich leid. Ach du, das ist so blöd runtergekriegt. Für den Mittag hätten wir uns ehrlich gemacht, das Mädel. Geht die Schwiegermutter in den Keller runter, fliegt über die Stufen runter und bricht sich das Knack. Wirklich tragisch. Wahnsinn, was habt ihr dann gemacht? Nur Mensch, Kali, ich muss da was sagen, du. Was denn schon wieder? Ich Zeitung kann man lesen, ja. Du, Männer sind wie Heidens, weißt du das eh? Heidens. Sie tun an immer weh, aber man liebt sie trotzdem. Du, Rosi, ich darf doch der Spüle. Alle, Herr, was glaubst denn du von mir? Ja, nicht das, was du schon wieder glaubst. Es ist ganz einfach. Ich schick dich aus am Gaum, du wartest 30 Minuten draußen, dann rufe ich dich auf, du kommst rein und zahlst mir 10 Euro. Aber, du ganz was anderes. Ich war so viel gern wie der Junge. Da war ich vielleicht ein wenig schlanker. Na ja, wenn's du meinst. Na sicher, weil das ist ganz einfach. Als Junge kommst du heim, schaust in den Kühlschrank, nichts drin, gehst ins Bett. Als Verheirateter, gehst heim, schaust ins Bett, nichts gescheites drin, gehst zum Kühlschrank. Herr Spaß, Kali, jetzt muss ich da auch was sagen. Wir Frauen, wir lügen nie. Wir passen nur die Wahrheit der Situation an. Na, das müssen Situationen sein, Herrst. Aber weißt du, Rosi, wenn jemand glaubt, dass Frauen das schwächere Geschlecht sind, der ihr. Denn dann probiert ihr einmal in der Nacht von da drüben die Tuchert wieder umzukriegen. Weiß ich. Ein Wahnsinn, was ich erzähle. Was, Kali? Ja, mit Zeitung. Was sind die drei größten Krisen eines Mannes? Du musst immer fragen, wieso ich nicht das wissen. Ja, ganz einfach. Kein Sex, kein Bier im Kühlschrank und ein Kratzer im Lock. Da tue ich mir nichts auf. Ach, weh, ich sag das. Aber das ist jetzt gar nicht so einfach. Ja, sag einmal, Rosi, warum feiert mir eigentlich Weihnachten? Ich bin ja auch blöde Frage. Ja, ganz einfach. Es kommt auf jeden Tag vor, dass ein Mann geboren wird, der sich später für Gott hält. Nein, ich aber nicht. Aber ich bin so viel unterwegs, was ich wieder so. Für mich ist Autofahren wie Sex. Meine Frau sitzt lustlos daneben und schreit immer wieder, nicht so schnell, nicht so schnell. Ja, Sport, ja, Sport ganz einfach zum Gehen. Mein Gottes Willen, Herr, ich hab's fast vergessen. Ich habe einen Massagetermin mit einem feschen Masseur, Herr, den darf ich nicht versammeln.
Na, dir geht's gut. Ich darf auch noch lieber da bleiben. Aber wenn ich wieder zu spät komme, kriege ich da die zweite Norm von meiner Frau. Das ist ein Wahnsinn, ja. Nicht einmal auspacken. Thank you.